Ja, vielen Dank, Lydia. Ich freue mich sehr, dass ich ein innovatives Lehrprojekt aus der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie vorstellen darf. Obwohl es vielleicht schon die vierte Digitalisierungswelle ist, für uns ist es tatsächlich das erste Mal, dass wir mit einem Blended Learning Konzept in der Psychiatrie arbeiten. Ich habe das als Teil von einem Team gemacht. Zudem gehört unser Ordinarius-Professor Strick, unser Lehroberarzt Andrea Cantisani und die operativen und administrativen Fäden, die laufen alle im Lehrsekretariat von Carmen Ungler zusammen. Kurz zur Orientierung. Also das Blockpraktikum findet im Masterteil des Humanmedizinstudiums statt. Das ist ein 50 Stunden pro Woche Praktikum, das alle Studierenden durchlaufen müssen. Neben dem Fach Psychiatrie ist das die Pädiatrie noch, die Gynäkologie, die innere Medizin und die Chirurgie. Und jetzt ist es so, dass es für viele oder für die meisten Medizinstudierenden ist es tatsächlich das allererste Mal, dass sie intensiven Patientinnen und Patienten Kontakt haben und da die erste Arbeitserfahrung machen. Und sie sehen sich da in diesem Kontext im Prinzip mit zwei großen Lernprozessen konfrontiert. Einmal müssen sie sich in die jeweiligen Lehrkrankenhäuser, also die Organisation und die Lehrstationen einarbeiten und zurechtfinden. Und der andere Lernprozess, mit dem Sie sich konfrontiert sehen, ist, dass Sie das Fachgebiet sich in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen aneignen müssen und das jeweils für einen Monat. So sah unser Curriculum aus im Jahr 2018. Zwei Säulen, einmal die Stationsarbeit mit den Rapporten, Visiten, die Sie regelmäßig gemacht haben, mit einer supervidierten Fallführung, sagen wir dazu, also eine Betreuung von Patientinnen und Patienten unter direkter Aufsicht der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Und auf der anderen Seite hatten wir klassische Präsenzlehrveranstaltungen, also Seminare, die spezifisch in dem Fachgebiet für die Studierenden angeboten wurden, mit Schwerpunktexkursionen zu therapiespezifischen Einrichtungen, also Suchtkliniken waren das vor allem. Referate mussten die Studierenden machen und auch eine Fallvorstellung von einer Patientin oder einem Patienten. Wir haben das evaluiert auch regelmäßig und die Rückmeldungen, die wir jetzt zu unserem Blockpraktikum bekommen haben, die waren gemischt. Also es gab Studierende, die fanden es sehr spannend, haben einen guten Zugang zum Fach gefunden. Und wir hatten auf der anderen Seite aber auch Studierende, die gesagt haben, es hängt extrem davon ab, wie erfahren die betreuenden Assistenzärztinnen und Assistenzärzte sind, ob man viel sitzen muss und nur zuschaut und nicht zum selber machen kommt oder ob man eben eine gute Praktikumserfahrung hat. Auf der anderen Seite, die Rückmeldungen von den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten, die sie betreut haben, gab es welche, die hatten sehr viel Spaß dabei, waren erfolgreich, haben gute Evaluationen auch bekommen. Und andere, die haben da mit dieser heiligen Dreifaltigkeit des akademischen Lehrkrankenhauses, also Patientinnenversorgung, Forschung und Lehre zum Teil sehr gerungen und dann Mühe gehabt, da das Bedside-Teaching noch irgendwie so einzubauen, dass die Studierenden auch wirklich eingebunden wurden. Das war so der Stand und dann haben wir uns überlegt, was können wir mit dem Curriculum machen, wie können wir das weiterentwickeln und hatten da das Glück hier an der Universität Bern in Bezug auf didaktische Expertise aus dem Vollen schöpfen zu können. Einmal natürlich mit dem Hochschuldidaktikteam von Thomas Triebelhorn, dann haben wir auch Kontakt zur Supportstelle für E-Learning hergestellt. Wir hatten Unterstützung vom Institut für medizinische Lehre und einen Antrag gestellt, um mehr Ressourcen zu haben, also einen Fehlantrag haben wir gemacht. Und damit haben wir uns ein bisschen die Tools, die es gibt, angeschaut und die Hypothese entwickelt, dass wenn wir da noch was aus dem E-Learning-Bereich dazu entwickeln, dass wir das Curriculum damit verbessern können und das selbstgesteuerte Lernen möglicherweise unterstützen. Wir haben also ein Drei-Säulen-Konzept entwickelt und verschiedene E-Learning-Elemente über ILIAS dann uns angeschaut und integriert, auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar haben wir Studioreferate gemacht, klassisch. Da hat sich unser Chef, der Professor Strick, auch die Zeit genommen, mit Teleprompter und Greenscreen in einem Filmstudio ein Begrüßungsvideo aufzunehmen und zur Verfügung zu stellen. Wir haben aber auch existierendes Material uns angeschaut, also Videos, die es schon gibt. Professor Nissen bei uns hatte da ein Fernsehinterview gegeben zu Depressionen. Das haben wir uns angeschaut. Das hat sich sehr gut geeignet, auch als Einführungsvideo für Studierende. Das haben wir verwendet. Wir haben Schauspielpatientinnen trainiert, also auch dafür ein Rollenskript geschrieben und Drehbücher. Der Uli Wörmann war da auch involviert als Regisseur und haben verschiedene Gesprächssequenzen im Kontext der motivierenden Gesprächs
Führung aufgenommen und den Studierenden zur Verfügung gestellt. Wir haben dann auch das, was man eben aus der Lehr- und Lernforschung in Bezug auf Tests und sich selbst abfragen weiß, genutzt. Also wir haben systematisch Selbstreflexionen und Wissenstests für die Studierenden in den ILIAS-Kurs integriert, sowohl am Anfang vom Blockpraktikum als auch während dem Blockpraktikum und dann auch am Ende nochmal eingebaut. Und natürlich die Referenztexte und Literaturstellen, die haben wir auch gebündelt in diesem ILIAS-Kurs zur Verfügung gestellt. Und das, was wir jetzt vorher auch schon gehört haben von Professor Fischer, man kommt vielleicht dann in ein Fieber rein, also begeistert von den Tools, die es da gibt und entwickelt. Und der David Graf ist ja auch ein sehr motivierender Experte für digitale Lehrmethoden. Und dann fängt man an zu bauen und irgendwie verliert man vielleicht die Außenperspektive. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, finden die Studierenden das überhaupt gut und nutzen sie das überhaupt? Und haben es also evaluiert. Wir haben jeden Monat gefragt, die Studierenden, ob sie die Lehrmaterialien, die digitalen, ob sie die hilfreich empfinden. Mit einer 5-Punkte-Likert-Skala, 1 stimme überhaupt nicht zu und 5 stimme vollkommen zu. Und über das Jahr verteilt sah das dann so aus. Tendenziell eher positiv, aber schwankend am Anfang. Und wir haben den Kurs kontinuierlich weiterentwickelt, basierend auf den Rückmeldungen. So im Mai, Juni waren dann die ersten Videos zu den Gesprächssequenzen auch online geschaltet und dann so ab August haben wir auch mit diesen Assessments angefangen. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat, ist natürlich, dass je besser die Evaluation wird, desto schlechter wird ja der Lernerfolg eigentlich, haben wir gehört. Aber ich habe 2 Argumente dagegen. Einmal, die Studierenden in der Medizin sind vielleicht anders als andere Studierende. Oder ein anderer Faktor war noch, dass in dem Einführungsseminar, wo diese Wissensabfrage auch integriert wurde, da wurde die Evaluation am Ende ein bisschen schlechter. Also möglicherweise gab es trotzdem einen Lernerfolg. Also das zur Evaluation und dann haben wir natürlich auch den Nutzen uns angeschaut. Und da ist es so, dass die Studierenden pro Student 1 Stunde ungefähr im Kurs online tatsächlich verbracht haben. Das spiegelt nicht wieder, wie lange sie mit den Dateien, die sie runtergeladen haben, auch die Videos kann man runterladen, verbracht haben, aber es war so im Schnitt 1 Stunde. Die Nutzungsdauer vom Kurs war vom ersten Einloggen bis zum letzten knapp 2 Monate, wobei es einzelne Studierende gab, die im ersten Blockpraktikumsmonat sich eingeloggt haben, also im Februar von 2019, und sich dann über das gesamte Jahr eingeloggt haben. Also die längsten Nutzungsdauern waren über 300 Tage. Und das waren nicht Einzelfälle, sondern das waren knapp die Hälfte, also 42% der Studierenden haben die Kursmaterialien über das Blockpraktikum in unserer Lehrklinik hinaus genutzt. Die Zugriffe pro Studierende waren 62 und insgesamt die Zugriffe jetzt in diesem Pilotjahr 2019 waren knapp 6.000. Wir haben uns dann natürlich auch angeschaut, weil das fand ich noch interessant im Vorvortrag, dass es auch negative Evaluationen gab oder Dinge, die dann fehlen, die Präsenz, Seminare bzw. der Kontakt und es gab bei uns jetzt keine negativen Evaluationen oder Stimmen dazu und in Bezug auf die Gesamtevaluation haben wir gesehen, dass im Jahr 2018, also über 26 Items wird es jeden Monat auch abgefragt, mit einer 6-stufigen Likert-Skala haben wir eine Verbesserung von 7%, 2018 eben ohne ILIAS-Kurs, 2019 mit ILIAS-Kurs. Möglicherweise hat der ILIAS-Kurs bisschen dazu beigetragen, dass die Evaluation besser wird. Ich stelle mir das jetzt einfach so vor. Mein Fazit ist also, dass es positiv evaluiert wurde, dass ein Vorteil für die Studierenden darin besteht, dass sie selbstgesteuertes Material auch in einem Arbeitsplatz-Lernkontext nutzen können und mehr Möglichkeiten haben. Aus der Perspektive der Curriculumsverantwortlichen haben wir die Erfahrung gemacht, dass es als Instrument für die Qualitätssicherung, also für die Evaluationen auch, für die Wissenstests und die Curriculumsentwicklung genutzt werden kann. Der Aufwand war bei uns auch extrem hoch am Anfang, also die Drehbücher erstellen, die ganze Logistik dahinter, auch die Wissensassessments zu entwickeln, eine MC-Frage zu entwickeln, dauert ungefähr 1 Stunde und wir haben 80 neue MC-Fragen entwickelt für dieses Blockpraktikum auch, das ist sehr viel Aufwand, um eine Qualität auch bei den Fragen zu haben. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist der Vorteil, dass man den ILIAS-Kurs mit einer E-Mail ans E-Learning-Support-Team quasi duplizieren kann und dann an einer anderen Lehrklinik angepasst an die
Bedürfnisse vor Ort an die Lokalen entsprechend nutzen kann. Damit bin ich am Ende und würde mich sehr über einen persönlichen Austausch dazu oder per E-Mail freuen und stehe für Fragen gerne noch zur Verfügung.